Gut, das bedeutet, ich kann auf jeden Fall Runde 12. Ich könnte aber auch, wenn ich will, Runde 11 an die Box, weil dann. Also habe ich ja. Mit Runde 12 hätte ich eine Runde mehr, als man mit Gelb eigentlich fahren sollte. Mhm. Und mit Rot war ja auch einmal 9 angedacht, also kann ich dazu der eigentlich mehr oder weniger normalen Strategie zurückgehen, wenn ich in Runde 11 an die Box gehe. Neue Reifen. Boah, du hast jetzt gerade hier wieder die Elektrostimme. Echt cool. Hallo, ich bin ein Roboter. Ah, geil. Ich hasse Wehrlein. Was ist passiert? Er hat mich nur aufgehalten. So. Sonst ist noch nichts passiert. Noch nicht. Oh, ich bin dran vorbei. Als ob du den erst jetzt überholt hast. Fuck. Ja, was soll ich machen? Als ob das so lange gedauert hat wieder. Durch diese komischen Kurven da kann man halt nicht dran vorbeifahren. Also mit den neuen roten Reifen gebe ich ja richtig Gas, habe ich das Gefühl. Also ich bin ultra gut. Also ich habe ultra guten Grip in den Kurven, liege ich echt gut. Alter, dein Internet, was stimmt mit deinem Internet nicht, frage ich ja, mich. Ja, frag mein Internetanbieter. War doch früher nicht so. Ja, es war auch nicht so. Ich musste anrufen, die zusammenscheißen. Oh, ein lila Sektor. Hörst du mich? What the fuck? Hör dich, ja. Ich habe mich gerade ultra gewundert, dass ich den ersten Sektor lila gefahren habe. Mann, warum kann man nicht eine ganze Tabelle sehen? Boah, da hätte es mich auch beinahe gut gerettet. Diese Kurve, ey. Kranker Scheiß. Ich würde gern sehen gegen eine ganze Tabelle da, wo die ganze Leute, ne? Stimmt, du bist ja dadurch nicht, oh ja. Nicht nur die ersten. Das ist natürlich ärgerlich. 1, 2 und 3, naja, das ist. Es war schön, dass ich Zweiter bin und da sehe, wer Erster und Dritter ist, aber sehr wichtig für mich, zu wissen, wo Bottas ist. Kann man da an den Box funken vielleicht? Wo ist Hamilton? Das sind unsere heutigen Konkurrenten. Okay, dann nicht. Toll, mir fällt gerade erst auf, dass Perez ja auch mit Gelb gestartet ist. Ja. Aber naja, der wird keine Probleme machen. Denke ich, hoffe komm ich ja nicht. Auf Platz 2 raus, wenn ich an die Box gehe. Ah, perfekt. Das hört sich alles ganz gut an, wenn es so bleibt. Das ist tatsächlich so, ja, das hört sich echt gut an. Vielleicht ist es mal wieder was Cooles. Was sie nicht gut anhört, ist deine Elektrostimme. Habe ich die immer noch? Ja, du hast die immer noch. Was soll das denn? Aber ich höre dich ganz normal. Ja, das ist dein Upload. Der habe ich dir ja gesagt, Upload-Paketverlust. Ich habe schon immer mit dem Upload Probleme, mit dem Download. Das nee, keine Ahnung, also mein Internetanbieter, wie gesagt, die waren schon ein paar Mal hier und die kriegen es nicht auf die Reihe. Jo, ich drehe mich wieder in dieser Kurve. Zeit verloren dadurch natürlich. Aber man, ich fahre nicht gegen die Bande in der Kurve. Bisher noch nicht. Ja, mich hat es da auch einmal kurz wieder so ein bisschen das Heck rausgehauen, aber. Bei mir hat es mich jetzt fast passiert. Wieder ganz gedreht, aber. Sag, wenn die Roboterstimme weg ist. Ja, sag ich dir Bescheid, aber. So, nach dieser Runde gehe ich an die Box. Mach das. Jetzt musst du mehr reden, dass die Leute bei dir nicht die Roboterstimme hören. Bei mir ist ja alles normal, aber eine gelbe Flagge irgendwo. Sehe ich gerade, gelbe Flagge. Verstappen ist das Dritter. Raus. Perez kann raus sein, kann sein. Nee, das. Ja, Verstappen ist auf einmal Dritter.
Wenn Perez raus wäre, wäre natürlich sexy. Tut man nicht schlecht. Verstappen mal auch gelb, WTF. Eine geile Taktik, die ich hier ausgewählt habe. Vielleicht haben die auch gelb-weiß. Nee, ich glaube nicht, dass man... Ich glaube, wenn man weiß fährt, dann rot-weiß. Mayo und Ketchup. Red mehr. Ja. Es ist so ruhig. Und ich kann nicht reden, sonst hört man die Roboterstimme. Ich konzentriere mich. Und ich gehe gleich an die Box. Oh, gelbe Flagge. Ich bin da. Wer war draußen? Weiß ich nicht, konnte ihn nicht erkennen. Jetzt ist da auch wieder grün, ist gespawnt. Hab's gesehen. Vielleicht war es ja wirklich Perez. Ja, sieht ein bisschen so noch aus. Ich überhole Wehrlein schon wieder zum dritten Mal, WTF. Jo, wer bremst mich aus? Hat er bei mir auch gemacht. So, du bist gleich erster Platz wieder. Wow. Amazing. Das ist tatsächlich cool. Aber ist auch so gut, ich habe ja eh keinen vor mir. Oh, ich habe sogar noch DRS. Fuck. Ja, es gibt nur einen Messpunkt. Glaube ich. Oder? Bin mir nicht. Jetzt kannst du Wehrlein wieder überwunden. Ja. Direkt hinter mir. Geil. Ja, der Typ ist so nervig. Okay. 33 Sekunden. Das kann auch nicht aktuell sein. Nee, das ist nach der Box, das ist nicht aktuell. Das glaube ich auch nicht. Also Verstappen macht auf jeden Fall eine crazy Taktik. Dass der, ich meine, normalerweise gelb sollte man ja 11 unten, da bin ich jetzt schon wieder länger. Dass der noch nicht an der Box war. Oh, ich krieg eine Alternative vorgeschlagen. Nee, bleiben wir beim Alten. Nur früher reinkommen. Wehrlein nervt mich jetzt schon wieder richtig hier. Wieder in dieser scheiß Kurvenkombination ist er vor mir, wo man nicht überholen kann. Ja, hier kann man tatsächlich schlecht überholen, aber danach in der Kurve und dann in die lange Gerade. Ich hatte ihn in der langen Gerade hier vor mir. Diese letzte Vorstartziel. Das war ganz okay. Ja, die Gegengerade. Ja, genau. Ja, ich habe ihn in der Kurve davor überholt. Da hatte ich ihn. Und habe jetzt sein DRS bekommen. Das ist geil. Alter, wir sind Erster und Zweiter. Lass es doch einfach so bleiben. Ja, es gibt nur einen DRS-Messpunkt. Ich habe doppelt DRS bekommen. Ja, ich hatte das auch, ja. Ja, nein. Mega nice. Oh, noch einen überrundet. Nee, nein. Ich laber Quatsch. Ich dachte, da wäre gerade einer an der Box gewesen. Oh nein. Das war Wehrlein. Boah, aber ich habe voll lange keinen vor mir. So sieht es auf der Map zumindest aus. Also ich habe hier ja, das stimmt. Stöcke. Hamilton ist auf Platz 3, 16 Sekunden Abstand. Sag mal, der kann auch nie irgendwie rausfliegen oder irgendwas. Das ist doch echt ätzend. Der war voll lang nicht mehr auf dem Treppchen jetzt gerade. Und jetzt ist er wieder hier. So ein Spacken. Und da ist gelbe Flagge wieder. Stappen ist wahrscheinlich halt an die Box, ne? Ja, stimmt. Hier ist gelbe Flagge wieder irgendwo. Kurz vor Startziel. Ja, direkt da in der Kurve. Yo, es steht mich schon wieder? Das ist jetzt das vierte Mal, Alter. Wenn da jetzt eigentlich Safety Car kommen würde, so wie in echt, dann würde das Safety Car mit uns durch die Box fahren. Das mal in echt zu sehen, das wäre ultra nice. Weil er halt auf Startziel vor der Boxeneinfahrt, also dazwischen quasi ist, und dann sperren die Startziel und das Safety Car fährt mit einem durch die Boxengasse. Crazy. Ja. Wenn man das mal selber so fahren könnte, ist das wäre echt cool. Also man sieht nicht mal, wer es war. Nervig. Ja. Aber mich hat es in dieser einen Kurve jetzt schon zum vierten Mal rausgehauen. Als ob ich immer noch eine Roboterstimme habe. Ja doch, ist halt Fuck. So. Fuck. Aber irgendwie passiert hier scheinbar viel im Rennen. Die machen hier Rabatz, ganz viel Quatsch.
Okay, ich bin 5 Sekunden hinter dir, das ist ein schöner Abstand. Habe ich die Free Air. Ja. Jetzt habe ich wieder Leute vor mir. Zumindest näher als vorher. Da einer in der Box war und jetzt erst raus ist. Ja, ich bin mal gespannt, wo Bottas ist, wo Red Bull ist. Lila Sektor. Was Hamilton noch macht, ob er vielleicht irgendwie doch verreckt. In Sektor 1 bin ich irgendwie gut. Ja, da habe ich auch oft einen Lila Sektor und dann verkacke ich. Ich habe lang keine schnellste Runde mehr gemacht. Also gar nicht mehr eigentlich. Aber da am Anfang, meine zweite Runde war die schnellste und dann nicht mehr. Weil ich mich hier auch oft drehe in dieser einen Kurve. Und auch so einfach oft Zeit verschwenden. Aber jetzt habe ich wieder einen lila Sektor in der zweiten Sektor. Oh, ich auch. Fast eine Sekunde schneller, Alter. Was? Ja. Yo. Ich habe 0,2. Was bist du denn für eine Maschine wieder? Mal gucken, ob du die schnellste kriegst. Könnte jetzt also tatsächlich sein. Also ich krieg vielleicht eine schnellste und dann du direkt noch eine. Wow. Krass wir sind. So, boah, du hast jetzt ja, roten, fährst nochmal rot. Deine ja. Ja, es tut mir wirklich leid, ich weiß nicht, was das ist. Ich kann's dir nicht sagen. Also ich fahre ja tatsächlich. Ja, du wirst auch einen Rennsieg mit. Ja, wirst du. Ja. War klar. Was fährst du? Ich hab gesagt, ich fahre um den Rennsieg mit. Achso, du willst mich holen, oder was? Das kann durch die Taktik allein schon sein, weil ich habe rot-rot, also ich bin ja mit gelb, habe ich den Abstand eigentlich zu dir gehalten. Jetzt hole ich auf und du musst noch einmal gelb fahren. Ja, das stimmt. Ich habe jetzt gerade schon wieder in den lila Sektor gefahren. Also. Das stimmt, tatsächlich. Junge. Den ersten Platz hast du nicht sicher. Ja, solange wir beide Erster und Zweiter sind, ist das für die Konstrukteure richtig gut. Ja. Und wenn du mal Erster wärst... Bist du das hier vor mir? Nee, das ist ein... Nee. Oh, wenn du mal Erster wärst, Scheiße. Ich dreh mich wieder. Das ist halt mein Problem. Ich habe mich so oft jetzt... Boah, ich auch hier direkt dahinter. Warte, oh mein Gott. Ja, ich wusste nicht, was jetzt los ist. Oh. Ich habe mich so oft hier schon gedreht. Ich bin so auf die Bremse gestiegen, ey. Und deswegen wäre es bei mir auch... Ich habe mich so oft hier schon gedreht. Zwar noch nie in die Bande, aber es ist gut, dass ich nicht in die Bande bin. Aber das ist jetzt das fünfte Mal. Du willst mich doch verarschen, Spiel, oder? Oh, Eriksen, Mann. Wann muss ich eigentlich an die Box? 17 bis 19, da ist er gleich. Mann, ich hätte nochmal eine lila Zeit fahren können. Ja, ist egal. Ich wäre immer noch Erster, hätte ich das nicht gemacht. Ja, teuer. Ja, nein, das lag ja nur an Eriksen, nicht an. Achso, das meinst du. Boxenstoppfenster ja. Ist offen. Das Boxenstoppfenster ist offen. Okay, Boxenstoppfenster offen. Eine Runde mache ich noch und dann fahre ich, denke ich. Habe ich noch 10 Runden auf gelb. So, jetzt sind wir richtig nah aneinander. Jetzt dürfen wir keinen Quatsch machen. Ja, wir machen schon keinen Quatsch. Lila Sektor. Ich auch. Aber ultra schlecht, Lila. 0,0. Minus 100. 0,006. Jo, es leckt, lol. Lol. Was war das? Wehe, ich fliege in dieser Kurve wieder raus. Ich weiß auch nicht, was ich falsch mache. Ich probiere ja manchmal langsamer dann zu fahren. Aber das ist echt... Alternative Strategie? Was denn für eine alternative Strategie, Alter? Kann ich mir vor allem jetzt in diesem Sektor nicht angucken. Ich bin ultra langsam jetzt gefahren. Ja, ja, die bringen die Strategie immer dann, wenn du nicht Zeit hast, da drauf zu klicken. Okay, ich glaube, ich fahre doch die Runde. Die Reifen gefallen mir nicht. Oder? Ah, nee, ich fahr noch eine, ist mir egal. Nein, die wollen. Alter, was stimmt mit denen denn ich nicht? Fahr noch eine. Die wollen, dass ich in Runde 18 reinkomme. Ja, da fahr ich. Noch nicht mal alle Latten am Zaun. Da fahr ich, da kannst du nicht rein. Boah, wie viele. Oh shit. Oh nein, das habe ich nicht gesehen, dass die jetzt kommen. Hätte ich das natürlich nicht machen sollen.
Junge, wie nah du auf den. Also zumindest auf der Map sieht so aus. Voll mit Geschwindigkeit auf den. Ah, du bist gar nicht so nah. Oh, jetzt setzt er an. Oh, ein bisschen Berührung gab's, glaube ich. Bin da ein bisschen zu weit weg, um das zu sehen. Aber da hat er ihn überholt. Null Problemo. Roboter Mike berichtet. Direkt der nächste vor mir. Lol, das war nicht so geil, gell? Alter, was ist denn hier mit deinem. Ohne Witz, das ist hier so. Ja, ich weiß nicht. Spät gebremst, aber ich will. Ich kann mich nur entschuldigen dafür, aber ich kann dafür nichts. Glaub tatsächlich, dass du Erster wirst. Guck mal, wie du dich wegfährst. Boxenstopp. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Hey, mit 51 Sekunden. Der hat auf gelb gewechselt, deswegen. Ja. Wie ich jetzt. Die Frage ist, hat der schon auf gelb gewechselt? Also ja, war grad. Oh nein, Palmer fährt direkt vor mir das an die der Box. Fährt jetzt zu Ende, ja. Palmer fährt direkt vor mir an die Box gerade. Mich verarschen. Ey, ich hab auch so ein Pech manchmal. Boah. Ich finde das hier gerade richtig geil, muss ich sagen. Das glaube ich dir. Fertig, los jetzt! Habe ich überhaupt schon einmal ein Rennen gewonnen? Ich glaube, eins habe ich ein gewonnen. Oder zwei Rennen hast du schon gewonnen. Jo, fahr aber da bist du jeweils nicht ins Ziel gekommen. Doch. Oder? Echt? Nee, ich bin nicht ins Ziel gekommen. Ja, du hast es zweimal geschafft, ohne dass ich ins Ziel. Junge, was. Was ist das für ein Dreckspiel manchmal? Palmer fährt aus der Box aus, ich fahr aus der Box aus. Ich hab das Auto noch nicht mal übernommen und der Computer fährt Palmer rein, Alter. What the fuck? Ist dein Auto kaputt? Nee, aber. Was ist kaputt? Ich glaube, das ist nichts kaputt gegangen, aber. Selbst wenn nicht, das ist so dumm. Warum? Wie kann sowas passieren? Was ist das für ein Spiel, Alter? Ich bin immer noch Zweiter. Obwohl ich wieder an der Box war. Ich meine, ist ja. Wir haben schon Abstand gehabt zu Hamilton, aber. Ja, ich meine, Hamilton hat ja jetzt auch schon zwei Boxenstopps und du jetzt auch. Genau, also logischerweise. Ich, aber. Crazy. Das gefällt mir auch. Mein DRS ist kaputt. Toll. Ja, das passiert mir ganz oft. Hast es auch mal. Wieso geht das plötzlich einfach so kaputt? Das passiert mir so oft. Das hatte ich schon 3-4 Mal oder so. Auch im letzten Rennen hatte ich das in Singapur. Da hat es dann zum Glück an. Ja, aber da war es ja geregnet. Nee, vorher war das. Es war vorher ist kaputt gegangen und dann ungefähr 3-4 Runden nachher hat es angefangen zu regnen. Also, da wäre es bald wieder repariert worden. So, wenn ich den Overcut jetzt quasi gegen dich gewinne, dann, wenn ich keinen Fehler mache, habe ich das Rennen gewonnen. Wenn ich den Overcut verliere, habe ich trotzdem noch eine realistische Chance, weil ich die besseren Reifen habe. Selbst wenn du Zweiter bist, ist doch gut. Ja, ich weiß, aber ich erzähle das jetzt mal den Zuschauern, wie das halt fahrradtaktisch und so, wie das. Ja, was das hier eigentlich von mir eine Taktik ist. Also, das ist ein Overcut, den ich hier gerade fahre gegen Mike. Oh, jetzt wieder einer langsam, Hülkenberg. Junge. Ich habe jetzt auch gerade wieder eine Überrundung vor mir. Ganz viele. Also, jetzt immer Stück für Stück ganz viele. Geh zum Glück gleich an die Box. Jetzt gehst du? Ja, ich gehe jetzt an die Box. Ja. Lol, ich bin jetzt schon bei Platz 7. Alter. Normal solltest du den Undercut oder wie auch immer man das Ding nennt. Overcut. Das solltest du auf jeden Fall schaffen. Du bist deutlich von mir entfernt. Das ist locker ein Boxenstopp. Oh, der direkt hinter dir fährt er auch an. Oh jo, den habe ich gerade überholt. Bitte nerv mich jetzt hier hinten nicht. Nicht, dass ich den. Boah, das wäre richtig kacke, wenn ich den vorbeilassen müsste oder so.
gar kein Interesse. Okay, nee, der bleibt hinter mir, sehr gut. Ja, da hast du wieder ein paar Überwunder, das... Oh, fuck! Alle ja, vor mir! Es. Alter, Scheiße. Nicht alle, ich noch nicht. Und Grosjean auch nicht. Ja, ja. Aber... Grosjean und ich, wir sind noch hinter dir. Ganz, nee, ganz viele Überwunder. Ja, es sind wieder ein paar am Start hier auf jeden Fall. Jo, Grosjean, danke fürs Platz machen. Hat er nicht blaue Flagge? Aber... Da war Overcut gewonnen. Spiel, ja, ja, war ja. Du hast 30 Sekunden Abstand, das war sowas von klar. Ey, Grosjean kotzt mich so an. Der meint halt, der wäre schneller als ich. Verliere ich so viel Zeit wieder. Und die aktuell schnellste Runde habe ich, glaube ich, auch, kann ja. Das sein? Das läuft ja ultra für dich, Alter. Wow! Ja, ich bin auch mega impressed, Alter. Ohne Witz. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Ja, ich dachte ja schon, dass du als, auch so gut dachte halt können. Schon, dass du als erster startest. Nein, das, ja, das habe ich mir dann noch zurückgeholt, aber ja. Fährst du trotzdem richtig gut. Ja. Und das sei dir auch gegönnt, ganz ehrlich, das sei dir echt gegönnt. Mann, ich hasse Überrunden. Ich habe es schon immer gehasst. Oh, Hülkenberg ist richtig langsam. Hatte ich schon letzte Runde gesagt. Der war wieder irgendwie... Aber es sind halt, wie gesagt, es ist dann halt Hülkenberg oder so eine Scheiße. Ich würde gerne mal einen langsamen Mercedes oder so mir wünschen. Also der Abstand zu Hamilton bleibt gleich, bin ich die ganze Zeit 30 Sekunden entfernt. Ist ultra gut. Aber da ändert sich auch nichts dran. Du gewinnst Abstand zu mir, weil du einfach bessere Reifen hast und ich ultra Zeit verliere durch Typen wie Grosjean und Sainz und Scheiß. Bin jetzt vor Kürt, also hinter Kürt, und überhole ihn jetzt hoffentlich durch späteres Anbremsen. Jawohl, nächster lila Sektor. Alter, bist du krass, Gar. Kann ich anders sagen. Boah, das war so knapp, ich wäre sein sowas von drauf gefahren jetzt. Danke sehr, Leute. Hier in den Kommentaren könnt ihr auch mal Daumen drücken. Vielleicht sind wir schon in der zweiten Folge, ich kann gerade die Zeit nicht sehen, wie lange wir schon aufnehmen. Wir sind ja gleich am Ende. Achso, stimmt, stimmt, okay, ja, ja. Ja, ich bin ja gerade voll fokussiert, ich weiß halt gar nicht, wo wir überhaupt noch sind. Ja, wir haben noch 6 Runden. Und das heißt, wir sind auf jeden Fall in der zweiten Folge. Nächster Leader sagt, das wird gleich eine insgesamt schnellste Zeit, wenn Alonso mich jetzt nicht aufgehalten hätte. Also ich glaube, dass du auf jeden Fall Erster wärst. Bin ich fest davon überzeugt. Außer die halten nicht auf und du baust einen Unfall dadurch. Ja. Wenn du keinen Unfall baust, dann selbst wenn die dich aufhalten, die halten ja auch mich auf. Aber wir sind Erster und Zweiter bisher, das ist echt geil. Vielleicht ist wirklich ein Mercedes oder ein Red Bull irgendwie gefailed. So, jetzt bin ich mal bei der Rundenzeit. Oh, doch, trotz Aufhaltens. Krass. Eine neue lila Runde gefahren. Du wirst besser. Das ist gut. Das stimmt, ja. Du gewöhnst dich jetzt so ans Lenkrad. Das ist geil. Tatsächlich, ja, also ich musste ja am Anfang so musste ich wirklich die Strecken kennenlernen, um die überhaupt mit Lenkrad so um mich halten zu können. Und jetzt brauche ich das gar nicht mehr so unbedingt. Ja. Ich kenne ja die Strecken und dadurch habe ich einfach das, was man mit Lenkrad machen muss, gelernt und kann die dann auch schon so mit Lenkrad direkt umsetzen. Das wäre ja aber echt mal was Neues jetzt dann. Wenn du gewinnst, obwohl ich auch mitfahre. Also nicht raus bin halt. Das hatten wir, glaube ich, echt noch nie. Böser Mast. Das nur, weil ich mich in dieser Scheißkurve 5-mal gedreht habe. Ja, ich glaube, ist bei mir auch schon 4-mal, aber nur einmal wirklich schlimm. Mir war es immer nervig. Halt nie in die Bande, aber es war immer nervig, schlimm. Ja, nervig auf jeden Fall. Ja, ich war halt so, dass ich fast komplett gedreht war. Ich musste immer rückwärts gangen.
Ich glaube, Rückwärtsgang musste ich nur ein oder zweimal. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber einmal auf jeden Fall, zweimal vielleicht. Boah, wir sind aber echt trotzdem nah beieinander. Ja, weil ich da gerade wieder einen Quersteher hatte in der Kurve. Stand ich wieder kurz. Bist auf der gleichen Geraden wie ich. Krass. Was für eine Zeit hast du eigentlich? Meine beste? 1,38,2. Lol. Oh, zwei ich was? 2,6,7. Krass. Hatte gerade 1,38,3,12. Bin die gelben Reifen auch gar nicht so kacke, also die waren gar nicht so schlecht. Halten ja auch nicht so viel länger, ne? Bin nicht so der Freund davon. Ja, sie halten tatsächlich nicht ganz so viel länger. Wobei, es liegt wahrscheinlich eher am Fahrstil, denke ich. Bei mir haben sie gerade immer noch ganz gut. Also ganz wenig Prozent. Guck mal, wie Magnus mich aufhält. Ich verbrauche mehr. Junge, ist das ein Spacken. Stell mal vor, jetzt gibt es so einen Internet-Crash und ich bin raus. Ja, ich habe jetzt gerade wieder ganz viel freien Platz. Das fehlt Platz. Mir noch, echt. Dass ich durch einen Internet-Crash dann, dass wir deswegen nicht erst und zweiter werden. Das wäre echt behindert. Dann beende ich das Let's Play, Alter. Wäre echt traurig, weil du bist hier die ganze Zeit der Roboter. Verstehe das nicht, echt. Dass man so scheiße sein kann, dass Internet nicht gut läuft. Okay, ich bin hinter dir. Alle überrundet. Nice. Endlich, das war so nervig. Jetzt 3-4 Runden mindestens. Nur überrunden. Andauern. Ja. Oh Gott, das kann nochmal spannend werden. Ja, wenn du dich mal drehst. Das wäre auch crazy. Ich hätte natürlich nichts dagegen, wenn ich Erster bin. Das bringt mich natürlich zu Hamilton nah ran. Ja, aber es bringt dir natürlich auch was. Das ist nochmal ein Teamfight hier. Gegeneinander spielen im Team. Erstmal, dass wir so einen großen Kampf hier selber gegeneinander haben. Ja. Ansonsten war da eigentlich immer echt viel Abstand, aber hier... Ist gar nicht so viel. Heute... Naja, wir haben noch 3 Runden, also das ist... Kannst du knicken. Außer du drehst dich wieder. Ja, würde ich so mit dem Knicken nicht direkt bestätigen. Weiß gar nicht, wie viel wir Abstand haben. 5,9, okay. Ich fahre gerade eine gute Runde. Lila Sektor wieder gemacht. Ja, ich hatte auch im zweiten einen Lila Sektor. Ja. Alter, wir sind so krass. Der Roboter Mike ist auf jeden Fall am Start. Boah, mein Rücken. Junge, Junge, Junge. Oh, ich finde auf meinem Stuhl ist das ganz geil. Oh, was. Alter, minus 1,1 verbessert. Krass. Was habe ich gemacht? Wie viel bist du gefahren? 37,1, ne? Ich bin 37,5 gefahren. Dann merkt man den Reifenunterschied. Heilige wahrscheinlich Scheiße. Ist das, ne? Okay, wieder lila Sektor. Mal kein krasser lila Sektor. Wenn du halt keinen lila Sektor fahren würdest, dann wäre ich halt auch, würde ich aufholen. Logischerweise, also wobei, nein, nicht logischerweise, aber das kann dann nicht sein, fahr aber auch, wenn ich lila Sektor fahre. Eigentlich echt gute Zeiten. Dass du auch so gute fährst, das ist unpraktisch für mich, gar. Das tut mir leid. Aber Teamfight ist auf jeden Fall am Start. Will das hier nicht erschenken. Das glaube ich dir. Auch wenn es für dich wichtig ist, den Sieg hier zu bekommen. Was ruckelt? Was soll das denn? Die Sonne blendet und ruckelt. Oh nein, ich habe einen Überrunder. Ja, das ist gut. Aber du bist auf der Geraden, oder? Ah nee, er ist vor dir. Ja, da weiß ich nicht, ja, ob ich das Stadtziel bekommen.
kommst du in der Kurve gut ran. Oh, Wehrlein. Ist das Wehrlein? Ja. Ey, Junge, den überrunde ich gar zum vierten Mal dann. Was ist das denn? Du kriegst den nicht, oh Gott. Nee, ich krieg den nicht. Wir haben fast den gesamten Benzinüberschuss verbrannt. Alter, und jetzt hält er mich hier. Ja, ja, ist cool. Ich finde das nice. Junge, das kann nun mal was werden hier für mich. Ah, nee, jetzt hast du ihn überholt. Holy shit. Was ein Arschkeks. Arschkeks. Ah, geil. Lila Sektor. Wieso das kommst du nicht an mir ran? Doch, ich komm an dich ran. Vertrau mir. Wir haben noch 2 Runden. Am Ende klebe ich dir am Arsch. Auch wenn ich nicht Erster werde, ich klebe dir echt am Arsch. Verspreche ich dir. Außer ich drehe mich natürlich jetzt. Wenn ich so weiterfahre, dann ja. Okay, ist das gerade geil. Hallo, Wehrlein. Eine lila Zeit wird es von mir nicht. Ich hatte da nämlich gerade in der Kurve wieder einen kleinen Querstern. Nicht groß, aber klein. Er bremst mich gerade aus. Bin aber sehr wieder gut, vorbei. In einer Kurve hat er mich ausgebremst. Jetzt bin ich wieder vorbei. Go, 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 komm! Das ist eigentlich ganz gut, dass wir uns battlen, weil dadurch gewinne ich ultra Abstand zu Hamilton, weil ich mich echt nochmal anstrenge. Das heißt... Ach, der Abstand zu Hamilton. Ja doch, falls ich mich mal drehe, heißt das, dass wir auf jeden Fall Erster und Zweiter sind. Ich werde dich nicht einholen, das wäre eine Runde. Der Sektor im Dritten. Eine Runde. Nur bei einem Fehler. Lol. Lol, ne? Obwohl Wehrlein mal kurz gestoppt hat. Das ist tatsächlich lol. Not bad, aber deine Reifen sind jetzt gerade besser als meine, weil meine ja schon echt verschlissen sind. Und deine werden wieder vom Vorteil. Ich will ja wenigstens rankommen, ne? Oh, gelber Sektor. Okay, alles klar. Was ist hier los? Ja, direkt bei mir irgendwas. Hinter mir war irgendeiner. Das Wehrlein oder so hat irgendwie Probleme wieder. Ist geil. 3 Autos direkt vor mir, mehr oder weniger. Ja, kriegst du nicht mehr, glaube ich. Also ich glaube, du kommst nicht mehr dran. Bei Gegengrade oder so könnte... Meinst du? Naja, auf jeden Fall wird es, glaube ich, nicht problematisch. Nee, ich fahre gerade eine schlechte Runde. Also, wie gesagt, ich gönn's dir, ja. Also den Fight fand ich gerade witzig, aber ich gönn's dir natürlich absolut. Du brauchst die Punkte genauso wie ich. Und ich meine, wir haben natürlich Erster, Zweiter, das ist mega. Das ist trotzdem. Ich feiere meine Strategie. Ich glaube. LOL, guck mal, Alter, wie sich. Das ist immer noch gelb. Ja. Wie sich da gerade geboxt haben da oben. Fährst gerade in die Kurve rein, Junge, und ich bin auch hier. Knapp das nochmal ist. Oh! Rennsieger! Erster! Zweiter! Jawohl, Leute! Zack! Mein erster Sieg mit Mike mit dabei. Direkt in Gas. Also ich gönn's dir auf jeden Fall mega, mega gut gemacht. Und natürlich ärgerlich, dass ich durch diese paar Kurven, wo ich mich da immer mal wieder gedreht habe, durch diese eine Kurve. Ja, aber die schnellste Runde habe ich mir nochmal geholt. Das ist geil. Das stimmt, ja. Und wir haben beide gut Punkte geholt. Also es ist in Erfüllung gegangen, was wir am Anfang der Folge gesagt haben. Am Anfang der letzten Folge, muss man sagen, dass wir Erster und Zweiter werden. Boah, das ist cool. Das bringt uns wieder das weiter. Das ist cool jetzt. Das bringt uns richtig weiter, das ist nice. Gucken wir uns das mal an. Jetzt würde ich ja schon fast sagen, kann man die KI hochstellen. Nee, oder? Passiert eh wieder was. Das Ding ist... Ja, wir hatten hier gerade wirklich... Ich bin halt immer noch 20 Punkte entfernt und wir sind immer noch 100 Punkte von Mercedes. Guck mal, der war 1:02. Wir müssen das auch wieder hochstellen. Meinst du? Ja. Aber wenn was passiert, kann man nicht mehr gut aufholen. 1 Minute? Da hätte auf jeden Fall ein größerer Unfall oder so. Habe ich schon gesagt, dass sie mir gefällt.
Ja, das stimmt. Naja, jedenfalls haben wir ein bisschen Abstand gewonnen zu Red Bull und Abstand gewonnen nach vorne hin zu Mercedes. Das ist mega cool. 100 Punkte, 103, dann haben wir sie. Wären zumindest gleich. Rangliste nicht so viel passiert. Dein Abstand nur ein ganz bisschen verkürzt, dadurch, dass du nur Zweiter geworden bist. Das auch, das war das Problem. Ja, ansonsten, ich hole tatsächlich mit großen Schritten jetzt auf Ricciardo wieder. Halt in Singapur habe ich ja wieder viel verloren. Wo waren die eigentlich? Aber 6 und 4. Bottas 5. Okay. Ja. Okay. Läuft, Leute. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Ciao.